Zahnvereinviertelungen sind eine häufige Behandlungsmethode, um Karies und andere Zahnprobleme zu behandeln. Die Kosten für ein Viertel der Zahnvereinviertelungen kann ihn jedoch je nach Land stark variieren. In diesem Video werden wir einen Kostenvergleich zwischen Europa und der Zahnvereinviertelkei durch Vereinviertelren und sehen, ob es sich lohnt, Zahnvereinviertelungen im Ausland durch Vereinviertelren zu lassen. In vielen europäischen Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz sind Zahnbehandlungen teuer. Die Kosten für ein Viertel der Zahnvereinviertelungen kann ihm je nach Material und Technik zwischen 50 und 200 Euro liegen. Dies kann für ein Viertel eher viele Menschen eine finanzielle Belastung darstellen, insbesondere wenn sie keine Zahnversicherung haben. In der Zahnviertelkei sind die Kosten für ein Viertel der Zahnbehandlungen im Allgemeinen viel gar ein Viertel günstiger als in Europa. Zahnvereinviertelungen kosten in der Zahnviertelkei je nach Material und Technik zwischen 20 und 80 Euro. Dies bedeutet, dass Patienten, die sich für ein Viertel eher eine Zahnvereinviertelung in der Zahnviertelkei entscheiden, erheblich Geld sparen können. Ein weiterer Vorteil der Zahnbehandlung in der Zahnviertelkei ist die hohe Qualität der medizinischen Dienstleistungen. Viele Zahnkliniken in der Zahnviertelkei werfen ein Viertel gen A ein Viertel BER modernste Ausra ein Viertel Stung und hochqualifizierte Zahnärzte, die in renommierten Universitäten ausgebildet wurden. Die meisten Zahnkliniken in der Zahnviertelkei entsprechen auch den europäischen Standards in Bezug auf Hygiene und Patientenbetreuung. Ein weiterer Grund, warum viele Menschen Zahnbehandlungen in der Zahnviertelkei in Betracht ziehen, ist die Annehmlichkeit. Die Zahnviertelkei ist ein beliebtes Reiseziel für ein Viertel eher medizinische Touristen, da sie eine Vielzahl von ästhetischen und kulturellen Attraktionen bietet. Viele Zahnkliniken in der Zahnviertelkei bieten auch spezielle Pakete für ein Viertel eher ausländische Patienten an, die Flughafentransfer, Unterkunft und touristische Aktivitäten umfassen. Es gibt jedoch auch einige Nachteile bei der Entscheidung, Zahnvereinviertelungen in der Zahnviertelkei durch Vereinviertelren zu lassen. Zum einen mag ein Viertel SN-Patienten möglicherweise zusätzliche Kosten für ein Viertel Erfla ein Viertel G und Unterkunft in der Zahnviertelkei einberechnen. Obwohl dies die Gesamtkosten für ein Viertel eher die Behandlung erhöhen kann ihn die eingesparten Kosten für ein Viertel eher die Zahnvereinviertelung den zusätzlichen Aufwand ausgleichen. Ein weiterer Nachteil ist die Sprachbarriere. Nicht alle Zahnärzte in der Zahnviertelkei sprechen fließend Englisch oder andere europäische Sprachen. Dies kann die Kommunikation zwischen dem Patienten und dem Zahnarzt erschweren und möglicherweise zu Missverständnissen für ein Viertel führen. Es ist daher wichtig, vor der Behandlung sicherzustellen, dass der Zahnarzt die gewahr ein Viertel englische Sprache spricht oder dass ein AO-Übersetzer zur Wehrvereinviertelung steht. Trotz dieser Nachteile entscheiden sich immer mehr Menschen dafür ein Viertel eher, Zahnbehandlungen in der Zahnviertelkei durch Vereinviertelren zu lassen, da die Kosteneinsparungen und die Qualität der medizinischen Dienstleistungen die potenziellen Risiken ein Viertel überwiegen. Die Zahnviertelkei hat sich zu einem Vereinviertelrentenziel Vereinviertel eher Zahntourismus entwickelt und zieht jedes Jahr Tausende von Patienten aus der ganzen Welt an. Insgesamt kann gesagt werden, dass ein Kostenvergleich zwischen Europa und der Zahnviertelkei zeigt, dass die Zahnviertelkei eine attraktive Option für ein Viertel der Zahnbehandlungen ist. Durch die niedrigeren Kosten und die hohe Qualität der medizinischen Dienstleistungen kann ihn Patienten erheblich Geld sparen und gleichzeitig eine erstklassige zahnärztliche Versorgung erhalten. Abschließend kann gesagt werden, dass die Entscheidung, Zahnvereinviertelungen in der Zahnviertelkei durch Vereinviertelren zu lassen, von verschiedenen Faktoren abhängig ist, darunter die persönlichen finanziellen Möglichkeiten, die Qualität der medizinischen Dienstleistungen und die Vorlieben des Patienten. Es ist wichtig, alle diese Faktoren sorgfältig abzuwägen, bevor man sich für ein Viertel eher eine Zahnbehandlung im Ausland entscheidet.